Welcome back bei den Wolfs X-Miss-Sorg. Ja, ich habe den Kleinen jetzt gerade in den Kindergarten gebracht. Tobi hat die Nacht sehr schlecht geschlafen. Also ich habe es mitbekommen, der ist todesmüde, voll früh eingeschlafen. Und dann ist er irgendwann, glaube ich, gegen 22 Uhr oder so, ist er wieder aufgewacht. Und dann konnte er nicht mehr einschlafen. Das habe ich mitgekriegt. Ich war einmal um 2 wach und dann, glaube ich, war der immer noch wach. Da war eine Runde noch gerade weiter schlafen. Und ich mache jetzt unten mal ganz schnell das Wohnzimmer noch. Klarschiff hier. Und dann geht's nach oben. Dann mache ich mich erstmal fertig. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't. Teil, das Gelernte anwenden und direkt erfahren. Erwähnung dieses mehrstufigen Prozesses ein bisschen zurückgeschreckt? Falls ja, dann ist es nicht so, wie Sie denken. Und ich verspreche Ihnen, können Sie direkt vom Denken zum Sein übergehen. Fertig gemacht und ready für den Tag. Ich wollte euch jetzt mal kurz echt eine Empfehlung geben. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich bin gerade total süchtig nach einem Hörbuch und zwar auf Audible. Und ich habe es gestern in der Badewanne gehört. Ich höre es eigentlich die ganze Zeit, wenn ich nur die Möglichkeit habe, egal ob es im Auto ist, in der Badewanne ist, zum Einschlafen, egal wann. Und zwar, ihr kennt vielleicht, also Audible und das Hörbuch, was ich gerade höre, ist Ein neues Ich von Dr. Joe Dispenza. Das ist einer meiner Lieblingsautoren. Ich habe so viele Bücher von ihm schon gelesen und das so als Hörbuch auch nochmal zu hören, ist nochmal eine ganz andere Sache und finde ich auch richtig cool, weil man kann es halt während der Autofahrt wirklich ganz entspannt, egal wo man ist, beim Training, einfach sich anhören und darauf fokussieren und es macht so viel Spaß, wie es vorgelesen wird und ich finde es einfach so genial. Das Coole ist, gerade aktuell zum Dezember gibt es auch ein Mega-Angebot und zwar könnt ihr die nächsten 30 Tage dann erstmal das Ganze kostenlos euch anschauen, so wie so eine Art Probe, Hörprobe und könnt euch das Ganze dann einfach mal angucken und vielleicht ist das ja was für euch. Also wie gesagt, ich bin ein riesengroßer Fan, immer wieder von Audible, ich greife immer wieder drauf zurück und bin einfach schon seit Jahren Audible-Hörer. Wenn die 30 Tage dann um sind, kostet das Abo euch 9,95 € pro Monat, aber das Gute ist, es ist natürlich auch jederzeit kündbar. Also schaut es euch super, super gerne mal an. Es lohnt sich und es ist vor allem auf langen Fahrten und ich freue mich schon so sehr, wenn wir nach Österreich fahren, dass ich dann meine ganze Autofahrt damit verbringen kann, das Hörbuch mir anzuhören. Ah, ich bin schon so richtig excited einfach und dann freut man sich auch viel mehr auf lange Fahrten und lange Reisen, weil man einfach weiß, hey, so und so, ich habe eine Beschäftigung, ich werde da erstmal total in meinen Hörbüchern versinken. Also es ist wirklich mega cool, checkt es auf jeden Fall mal aus. Und wie gesagt, wenn ihr es dann ausgecheckt habt und ein gutes Hörbuch sucht, dann kann ich euch nur wirklich das hier von Dr. Joe Dispenza empfehlen, egal ob es das ist oder auch Du bist ein Placebo. Das sind so gute Bücher. Die tun der Seele einfach richtig gut. Also checkt's gerne mal aus, Audible. Ganz einfach, App Store runterladen und loshören. So, und ich werde jetzt, ich bin ja jetzt soweit ready gemacht, kurz gleich nochmal, was ich mit meinen Haaren mache. Bin gerade aktuell richtig happy mit der Farbe, weil es wächst so cool irgendwie raus. Also sehe ich jetzt nicht so abgehackt aus mit dem Ansatz. Aber jetzt wird noch ein bisschen was gehosselt, mosselt, wie immer, jeden Tag, bis dann Weihnachten ist und wir dann einfach ganz entspannt unsere Weihnachtsfeiertage und Neujahrsfeiertage und den Urlaub genießen können. Freue ich mich sehr drauf. Nien hat übrigens heute Morgen auch schon sein Adventskalendertürchen, die Nummer 19, aufgemacht und es war ein Spielzeugauto und natürlich Schokolade drin. Was auch sonst. So Leute, man kann es nicht richtig sehen, aber der Estrich wird gerade gegossen. Man sieht es da hinten ganz minimal. Bin sehr gespannt, dann kann er nämlich jetzt über die Weihnachtszeit trocknen. So, ich sitze zwar gerade noch am Laptop, aber wir haben jetzt auch noch einen Zoom-Call und da besprechen wir da mal unsere Küche. Wir können ja, wenn ihr die Küche seht, ist ja alles drin. Ja, passt. Weil ich arbeite mit dem Laptop über meinen Rechner sozusagen auf dem Remote-Desktop und Zoom ist aber auf dem Laptop und deswegen ist das alles so ein bisschen okay. Wir sehen alles, wir hören dich, wir sehen auch dich, alles gut. Frank hier? Ja.
Der erste in der Zeile ist sozusagen so ein Schrank. Das ist schon mal gut. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr zwei davon wollt. Ich könnte auch eine durchgehende Tür machen mit drei gleichen Auszügen. Ja, man hat ja Folienabroller oder Besteck. Ich kann euch dann auch in Organisation da reinpacken für Besteck und sowas. Ne? Leute, ich bin ready für Silvester. Okay, so sieht das Ganze dann aus hier. Warte, ich muss die Haare noch, ne? Irgendwie so. Ja, ja. Ja, und Celine bestäubt mich jetzt. Die ist jetzt meine Bestäubung. Also wie sich das auch anhört, sie bestäubt mich. Die Hummel und die Biene. Ja. Meine Hummel und meine Biene bestäuben mich jetzt. Schön. Vloggen kann ich. Dass sie so auch ein bisschen präsenter sind, ne? Ja. Soll ich wegnehmen? Gib mal einen hoch. So. Entschuldige. Den lilanen? Ja. Vielleicht? Und eines hier oben in der Ecke. Ja, dann machen. Ja. Ja, komm mit dem Glitzer, mit dem Wunderkerze. Ich nehme die Kamera. Sind wir schon an? Ja. Okay. Da oben da rechts hoch. In die Ecke. Von hier. Du musst mehr so, zu mir. Mehr. Noch mehr. Ja. Ja. Guck mal in die Kamera rein. Ja. Ja. Perfekt. Machen du ein bisschen höher noch, ein bisschen mehr zur Kamera, die Wunderkerze. Ja. So, Lien und ich, wir basteln jetzt. Wir basteln nämlich jetzt den... Was basteln wir? Einen Brief für den Weihnachtsmann. Einen Brief für den Weihnachtsmann, genau. Okay, wir müssen als allererstes aussuchen, welche Farbe soll denn unser Weihnachtszettel haben. Ich hab doch schon rot genommen. Du möchtest rot? Gibt aber noch ganz viele andere Farben, ne? Lila. Ich möchte alle Farben. Einen bunten sollen wir auch. Guck mal, das ist auch ein tolles Rot. Aber den ich möchte einen bunten. Okay, pass auf. So, dann nehmen wir jetzt mal eine Basis, okay? Was soll die Basis sein? Soll die Basis die Farbe sein? Mhm. Und gut. Dann habe ich noch das hier. Auch ein bisschen schwarz, okay. Und ich hab rot. Dann wird das hier der Brief. Das machen wir als erstes, machen wir den jetzt hübsch. Was möchtest du ihm alles sagen? Ich möchte ein Möchtest du ihm erst... Ein Schreibtisch und einen Schmuck mit aus dem Schminken. Okay, lieber Weihnachtsmann. Wir haben dich ganz doll lieb. Mama macht die ganze Welt. Was möchtest du dir denn noch sagen? Dass ich den umarme. Okay. Ich umarme dich ganz doll. Und noch irgendwas? Ja, auch es gibt ja ein Knutti und eine Umarmung und einen Kuss. Was wünschst du dir denn vom Weihnachtsmann? Dass ich dich lieb habe, dass ich dich vermisse. Okay, dass du mich vermisst? Mhm. Okay. Ich habe ein 19 gemalt. Oh, danke, das ist cool. Ich wünsche mir... Ja? Ja, was wünschst du dir? Dass ein cooles, großes Paw Patrol. So, Liens Wunschzettel ist fertig, den legen wir nachher... Finde den Fehler, sagt er. Den legen wir gleich unter den Weihnachtsbaum und dann gucken wir mal, ob der Weihnachtsmann oder das Christkind das abholt. Oh, soll ich das reparieren? Okay. Ja, finde ich richtig süß. So, wir haben jetzt auf den Toni ein paar Gute-Nacht-Geschichten drauf gemacht. Yeah! Die hören wir uns jetzt an. Das Kreativ-Toni und ja, das wird jetzt hier gerade noch gespeichert und dann gucken wir mal. 5 Geschichten und ein bisschen schöne Musik. Bist du müde? Ja, ne? Na, dann gehen wir mal hoch. Ist das der Wunschzettel? Ja. Oh, wow. Und da auf der anderen. Da ist ein Brief. Da ist der Brief. Okay, ich lese mal vor. Lieber Weihnachtsmann, wir haben dich sehr lieb und wir freuen uns schon sehr, dass du uns bald besuchst. Ich umarme dich ganz doll und gebe dir einen Knutschi und einen Kuss. Ich wünsche mir ein großes Paw Patrol Feuerwehrauto. Liebe, Bücher, Mit großen, so vielen großen Autos. Das sind ja nur ein paar. Dann
Leg es mal unter den Weihnachtsbaum, mein Schatz. Okay. Da unten hinlegen. Und morgen früh gucken wir uns das mal an und vielleicht hat das Christkind den ja abgeholt. Und wo gehen wir jetzt hin? In das Bett. In das Bett. Ja, nee, wir lesen ein Buch und dann hast du jetzt eine Toni-Figur mit ganz vielen neuen Geschichten. Fast auf die Zunge gebissen. Der mal hier hochlatscht. Bevor ich es vergesse, denkt dran, einmal bei Audible vorbeizuschauen und ich kann euch sagen, ihr werdet es nicht bereuen. Ich werde jetzt gleich auch mir weiter mein Hörbuch anhören und ihr bekommt, wie gesagt, die ersten 30 Tage kostenlos. Danach kostet es pro Monat 9,95 Euro und es ist natürlich jeden Monat kündbar. Ob ich meine Haare heute zu lange in einem Dutt hatte? I doubt it. ja, ist auch egal. Ich habe gerade noch alles fertig gemacht für Lian. Der hat eben seinen Brief noch hingelegt unter den Weihnachtsbaum. Und da liegt natürlich morgen was, weil das Christkind kommt über Nacht und legt da einen Brief hin. Ich bin gespannt, ob das Christkind eine Glitzerspur hinterlässt. Mal schauen. Ja, das werden wir morgen sehen. Ich sage jetzt an dieser Stelle zerzottelt gute Nacht. Und ja, wir sehen uns dann morgen. Tschüss.